Hallo Leute und herzlich willkommen zur neuen Folge von Batman Arkham Knight. Und wir machen wieder weiter. So, und jetzt haben wir hier aufgehört. Wir müssen jetzt ins nächste, ja, andere Luftschiff. Da müssen wir dann mal gucken. Okay. Stack wurde zu Scarecrow im zweiten Luftschiff gebracht, aber es ist mit Geschützen gesichert. Einen Moment bitte, Sir. Gut, der Plan zeigt ein Sicherheitsterminal im Forschungslabor nahe des Hecks des Luftschiffes, in dem Sie sind. Die Geschütze sollten sich von dort aus ausschalten lassen. Okay. Dann stören wir die mal. Ich glaube, wir müssen wieder zurück, denke ich mal. Oder? Also ich denke mal, wir müssen wieder zurück. Wie kommen wir jetzt wieder zurück? Die Zugangspunkte wurden dafür programmiert, nur Stacks Stimme zu erkennen. Wo lang? Ich muss da rüber. Das wäre eine Idee. Ich sollte den Bereich nach einem weiteren Stabilisierungsterminal zum Hacken absuchen. Ah, da. Fast that. Ich hab gespürt, wie du die Kontrolle verloren hast. Noch ein Hauch mehr von dem vorzüglichen Angstgas und es ist alles aus für dich. Okay. Sehr gut. Wie mal stehen. Okay, ich weiß wie. So, und dann darüber. Und jetzt den. Sehr gut. Jetzt müssen wir noch runter. Und dann dadurch. Hast du geglaubt, du hättest mich bei Ace Chemicals aufgehalten, Batman? Oder? Du hast nur das Unausweichliche hinausgezögert. Gotham gehört mir und ich mache damit, was ich will. Das gilt auch für deine Freundin. Arme kleine okay. Barbara Gordon. Schließ deine Augen. Siehst du, wie sie in der Dunkelheit so. Und den Helden verflucht, der sie im Stich gelassen hat. Sie ist dein Schwachpunkt. Deine Besessenheit zu ihr zieht dich immer weiter in den Abgrund. Ich hätte sie direkt töten lassen können. Es wäre grausam, sadistisch, brutal. Aber ich habe andere Pläne für euch beide. Einmal hier hoch. Sehr gut. Wir sind richtig. Hör mal, was da unten passiert ist. Ich wollte nicht dich umbringen, sondern deinen Verstand. Also, sind wir noch Freunde? Ja, Freunde fürs Leben. Einmal da durch. Ich bin eh unschuldig. An allem ist nur Scarecrow schuld mit seiner patentierten Joker-Befreiungsmixtur. So, einmal da durch und dann mal gucken. Zu ihm.
erstmal den hier ausschalten. Und den. Okay. Warten mal kurz. Und dann können wir nämlich so ausschalten. Ganz einfach. Wir sind noch da 5. Durch. Ist gut, gut, gut. Ah, da ist noch einer. So, der kann es wenigstens schon mal kontrollieren. Wo sind die letzten zwei? Ah, da sind die. Okay, 2 Stück sind da. Ich habe mich schon gefragt, wann du diesen Trick zeigen würdest. Keiner von euch geht allein weiter. Arbeitet zusammen und findet ihn. Setzt Wachgeschütze ein. Nagelt ihn fest. Los. Stelle Wachgeschütze auf. So, ganz einfach ausgeschaltet. Da sie jetzt aus dem Weg sind, kann ich über die Konsole die Verteidigung des Luftschiffs deaktivieren. So. Sehr gut, aber mal ehrlich, das liegt alles nur am neuen Anzug und nicht am ausgedienten Helden darin, oder? Aber wir müssen bestimmt, was müssen wir jetzt machen? Die Bedienung des Waffensystems ist durch einen Fingerabdruckscanner gesichert, der auf Stack eingestellt ist. Ohne saubere Abdrücke komme ich nicht rein. Vielleicht haben die Überwachungskameras was aufgezeichnet. Ich sollte die Aufnahmen daraufhin prüfen, ob Stack während der Entführung irgendeine Oberfläche berührt hat. Dann könnte ich die Abdrücke vielleicht rekonstruieren. Das bringt was? Stack muss dort auf dem Boden einen Handabdruck hinterlassen haben. Ich sollte weitere Stellen suchen, die er berührt hat. Dann finde ich vielleicht alle Abdrücke. So, da unten. Stack hat hier den Boden berührt, nachdem er die Treppe runterfiel. Ich sollte nach weiteren Abdrücken suchen. Dann da. Er berührte das Geländer, um das Gleichgewicht zu halten. Um den vollen Satz zu rekonstruieren, brauche ich mehr Abdrücke. So. Dann hier. Stack hat einen Handabdruck nahe des Ausgangs hinterlassen. Ich weiß, wo Stack seine Abdrücke hinterlassen hat. Ich muss die Stellen nur scannen. Okay. Also, was machst du da? Du rekonstruierst einen Abdruck aus einem. Ich habe einen Abdruck vom Zeigefinger. Noch 3 Stellen zu scannen. Was glaubst du, was sie mit Barbara machen werden? So, da können wir noch mal gucken. Ich konnte Stacks Mittelfingerabdruck von hier rekonstruieren. Noch 2 Stellen scannen. Und da? Ich habe Stacks Daumenabdruck an dieser Stelle rekonstruiert. Noch 1 Stelle übrig. Da war doch... Wo war er denn jetzt noch? Ah, da vorne, okay. Genau, da war er ja. Okay, da haben wir dann alle Abdrücke. Ich habe den vollen Satz. So sollte ich auf Stacks Computer zugreifen können. Du benutzt Stacks rekonstruierten Handabdruck, um auf den Computer zuzugreifen? Echt genial, Bats, wirklich. Oh!
Ich weiß was. Wenn du fertig bist, hacken wir sein Online-Dating-Profil. Ich kann die Geschütze auf dem anderen Luftschiff nicht aus der Distanz deaktivieren, aber ich kann die Geschütze auf diesem Schiff steuern. Sehr gut, dann können wir nämlich dann jetzt ins nächste Luftschiff. Das ist halt dann nur wieder zurück. Die Waffen werden erledigt. Jetzt ist Scarecrow dran. So, wir müssen jetzt da lang. Batman? Genau. Da müssen wir jetzt durch. Und dann müssen wir rüber. Sir, wegen der Identität des sogenannten Arkham Knight. Was hast du gefunden? Gar nichts, Sir. Keiner der ehemaligen Insassen von Arkham City, deren Aufenthaltsort unbekannt ist, entspricht dem Profil. Erweitere die Suche. Als der Joker die Anstalt übernommen hat, sind Dutzende geflohen. Suche nach jungen Männern mit Militärerfahrung. Download der Daten läuft, Sir. Ja. Ist auch halt immer noch die Frage, wer er jetzt ist. So. Dann müssen wir jetzt das hacken. Okay. So, sehr gut. Oh nee, da warten wir schon wieder auf mich. Was zum Teufel hast du mit mir gemacht? Dir geholfen, Idiot. Jeder, der dich jetzt anfasst, kriegt 1000 Volt ab. Die Kampfanzüge der Miliz können kurzzeitig unter Strom gesetzt werden. Ich kann sie nicht schlagen, wenn sie in diesem Zustand sind. Okay, ich darf ihn jetzt nicht treffen. Ich darf nur die anderen erledigen. Bring es hinter uns! Du musst echt aufpassen, weil der ist ein bisschen elektrisch geladen und ich habe keine Lust, ihn zu treffen. Deswegen muss ich erstmal gucken, wie ich den jetzt ausschalte. Ja, genau, das meine ich. Aber jetzt kann ich ihn wenigstens jetzt treffen. Das wird dann auch ein bisschen geplant. So, einmal hier, hier und hier. Jetzt haben wir ihn. Ich wäre lieber liegen geblieben, Leute. Also wäre ich eher. Entschuldigen Sie die Störung, Mr. Wayne, aber ich kann ein weiteres Upgrade für den Wagen vorbereiten. Was darf es sein? Wir nehmen das da. Ah, das. Die aggressivste Option, Mr. Wayne. Überraschend, dass es nicht Ihre erste Wahl war. Ich mache mich an die Arbeit. So, wie komme ich jetzt da durch? Ah, okay. Wollte schon sagen, wie komme ich denn da jetzt hin? Nuklearsäure, schätz mal. Da rüber. Auf geht's. Ganz Ziel geradeaus. So. Ganz einfach. Einmal hier schön ausschalten. Ist ja gar kein Problem. Oh mein Gott. Ich komme echt gut bald. Ich hatte am Anfang, wo ich zum ersten Mal gespielt habe, hier echt Probleme. War ich echt schon total überfordert, weil ich halt nie wusste, was ich halt machen muss. Okay, was jetzt? Ah, okay. So, wir brauchen jetzt das. Nee, falsch, nicht schon Pressure. Da, Exklusivgel. Da
Und der Pressure brauchen wir jetzt schon nicht. Den Cloudburst aufgeladen und einsatzbereit zu halten. Das können wir wenigstens hier auch jetzt hin. Also dieses. Ich brauche Leute in der Biotechnik, die Energiezellen zu abarbeiten. Was müssen wir jetzt machen? Noch mehr Leute, die sie beschützen. Ah, ich glaube, ich weiß es wie. Ihr seht doch bestimmt diese Kiste da. Genau, so müssen wir nämlich immer treffen, damit ich dann da durch kann. Sehr gut. Das wäre recht einfach. Das sind immer mal so kleine Rätsel. Was ist das? Okay. Ah, aber nur für die Riddle-Trophäen, um alle halt zu finden, aber tue ich ja nicht. Die verarbeitete Formel funktioniert perfekt. Das Gas durchdringt Kleidung und wird problemlos durch Haut und Augen absorbiert. Gasmasken sind zwecklos. Die Resultate sind grausam. Alfred, Stack und Scarecrow arbeiteten gemeinsam an einem Projekt namens Cloudburst. Aber wenn dem so ist, Sir, warum greift Scarecrow Stack dann an? Stack muss ihn hintergangen haben. Er ist wegen des Geräts hier. Ich verschaffe dir Zugriff auf Stacks Computernetzwerk. Such nach allem, was mit Cloudburst zu tun hat. Ich muss wissen, was das ist. Wie Sie wünschen. Okay. Identifizierung bestätigt. Oh. Identifizierung bestätigt. Bitte lass mich gehen. Ich habe jede Menge Geld. Nicht mal Batman kann uns auch. Ah, das ist ja sein Stack. Aber das hat dich nicht gehindert, Scarecrow noch ein bisschen zu betrügen. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Nein, noch tut es dir nicht leid. Aber wenn Scarecrows Toxin in diese Zelle strömt, dann wird es dir leid tun. Oh Gott, nicht! Ich habe gesehen, was das mit deinem macht. Hilfe! Irgendwer! Wenn ich den Mann mit der Minigun ausschalte, erweckt das nur Aufmerksamkeit. Okay, wir müssen retten, aber erstmal tun wir erstmal die kleinen Fische sozusagen erledigen, bevor wir hier den großen. Und wir dürfen Batman nicht zum Boss kommen lassen. Wenn ihr bei einer von den beiden Aufgaben versagt, sorge ich höchstens. Einschneiden wie erledigt. Fehlen noch viele, weil die sammeln sich gerade alle bei ihm. Das ist ja natürlich halt nicht so cool und passend. Unser Werk ist fast vollendet. Meine Kalibrierungen sind beinahe abgeschlossen und der Cloudburst fast aufgeladen. Versorgt mich bis dahin weiter mit Energiezellen. Gut, dass er mich jetzt nicht gesehen hat. Wie kriegen wir den? Oder? Der Typ ist echt unheimlich. Lasst uns das Ding aufladen. Nein! Okay. Wir haben jetzt ein bisschen Krach gemacht, aber es hat schon mal kein Problem. Weil der Kurse macht mir dann ein Problem. So. Wow. Okay. Du meinst echt ernst? Wie viele sind jetzt noch da? Okay, noch genug. Versammeln sich aber mal wieder alle. Wenn ihr Idioten die Augen aufhalten könntet, würden wir nicht in dieser Scheiße stecken. Pass auf, was du sagst. Die Schimpansen würden bessere Soldaten abgeben als so. Wir sitzen bin ich bis jetzt gut zufrieden, wie weit wir jetzt gerade kommen. Du wirst gleich brennen, Batman. Geh, warte! Ich sehe nach dem Typen den Batman. 3, 2, 1. Brennen, Batman.
Eigentlich wollte ich eigentlich dieses. Ich hab doch dieses eine da. Gemacht, dieses. Multi ausschalten eigentlich. Wir haben ihn verloren. Verteilen und Gebiet durchsuchen. Das wird ihn aufscheuchen. Terrorbarer Sprengsatz. Los! 3, 2, 1. Rennen, Chef. Wir verteilen uns und nehmen an. Okay. Mit echt ernst. Batman ist hier. Lass ihn nicht durch. Scarecrow muss seine Arbeit beenden. So, komm her. Ich muss mir auch noch schnell ausschalten. Ganz einfach. Und jetzt bist du dran. Geht doch. Das waren jetzt alle. Scarecrow, meine Männer melden sich nicht. Wo ist dein Stack? Das ist da. Uns geht die Zeit aus. Sind wir bereit? Noch nicht. Der Cloudburst muss weiter aufgeladen werden. Das müssen wir woanders machen. Evakuierung vorbereiten. Lass mich raus, bitte, Batman. Ich kann dir helfen. Was jetzt? Okay, jetzt, okay. Muss jetzt noch getriggert werden. Ich muss mich hier rausholen. Die sind wahnsinnig. Du hast mich angelogen. Du hast eine letzte Chance, Dag. Eine. Ich. Okay, okay. Hör zu, Scarecrow kam zu mir. Er brauchte meine Hilfe mit dem Cloudburst. Wozu dient er? Nein, nein, nein! Lass nicht zu, dass sie mich berühren! Der Cloudburst, Stack. Welchen Zweck hat er? Sie sind überall auf meiner Haut! Sie kriechen auf meinem Gesicht rum! Ich sollte dich deinen Albträumen überlassen. Okay. Was jetzt hier ist? Okay, das ist er. Der Moment, auf den wir beide gewartet haben. Scarecrow ist genau da unten. Also hältst du ihn auf und rettest Oracle? Oder bekomme ich noch eine Nase von dem köstlichen Gas, während du hilflos ihren Tod beobachtest? Wie entscheiden wir uns? Okay. Obwohl, Leute, ich würde sagen, wir machen das lieber im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächstes Part machen wir dann hier weiter. Ja, mal gucken, was Scarecrow da was er gerade davor hat. Und wenn es euch natürlich gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Bis zum nächsten Mal von Batman Arkham Knight. Von Service von